Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von DeFi.jetzt. Heute wieder mit dem Krypto-Rückblick. Diesmal für den Oktober 2021. Mit von der Partie sind heute wieder der Ralf und der Thor. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Und das zeitlose Thema werden heute viele, viele Zitate. Wir schauen mal. Fangen wir mal an. Ich mache gleich einfach mal weiter, weil die beiden sich einfach ausschweigen. Wir gehen sozusagen einen Rückblick. Im Oktober machen wir nicht nur, was die Nachrichten angeht, sondern wir schauen uns auch an, was wir für Gespräche hatten. Da waren diesmal unter anderem dabei das Blockchain-Café Nummer 4. Da ging es um die Tokenisierung mit der Shermin. Wir hatten auch das Interview mit der Antonia von der Vaya Collective und letztens jetzt mit dem Marc das Thema, wie analysiere ich Kryptoassets? Übrigens ein absoluter Renner in den Ausgaben, die wir bisher gemacht haben. Also hört da gerne mal rein. Tja, was gab es Neues, Neuigkeiten aus der Kryptowelt im letzten Monat? Ganz neu, wir hatten am Freitag einen All-Time-High bei Ethereum. Ja, das heißt, Ethereum war am Freitag so viel wert wie nie zuvor. Es lag, glaube ich, kurz bei 4.400, etwas über 4.400 Dollar. Und wir hatten im Oktober auch bei Bitcoin einen All-Time-High am 26.10. oder am 20.10., das weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls das auch. Und in Summe gab es auch einen All-Time-High für die Gesamtkrypto-Marktkapitalisierung bei etwas über 2,7 Billionen, also nicht Millionen, sondern Billionen US-Dollar. Das ist schon recht heftig. Das All-Time-High beim Bitcoin war beim 20.10. Ja. Und dann habe ich wieder mein Stichwort Bitcoin gehört. Und bei Bitcoin gab es aber auch einen Flash-Crash. Das heißt, der Bitcoin ist auf der Binance-Börse, in der US-Ausgabe, Binance US, ist der mal kurz auf 8.000 Dollar abgesackt. Und bei anderen Börsen, glaube ich, ging es auch mal ganz kurz runter, war aber in den Charts hinterher nicht mehr erkennbar, dass da mal das ganz kurz nach unten ging. Und laut Binance war es ein Algorithmusfehler beim Trading-Algorithmus, dass der Bitcoin-Preis da mal so ganz kurz nach unten gerauscht ist. Wäre eine gute Möglichkeit gewesen, da nachzukaufen. Wenn man da eine Order gehabt hätte im Buch bei Binance US bei 8.000, da hätte man sich ordentlich ein goldenes Näschen verdient. Tja, also müssen wir immer unsere Bots laufen lassen und gucken, dass die schnell noch reagieren, ja. Mhm. 10.000 hätte auch gereicht, Mario. Man muss jetzt nicht unverschämt sein. Ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, interessant war auch, ich meine, wir sind ja ein Podcast, DeFi.jetzt. Bei einem DeFi-Produkt kam es zu einem großen Hack. 130 Millionen US-Dollar sind bei Cream Finance abhanden gekommen. Mal wieder, muss man sagen. Ne? Mal wieder. Ja, zum dritten Mal schon. Also es ist erstaunlich, dass sich dieses Produkt überhaupt noch am Markt halten kann. Ja. Aber ja. Die Developer von. Haben die das Geld vom ersten Mal wieder zurückbekommen oder ist jetzt neues Geld geklaut worden? Neues Geld, ja. Ja. Ich habe noch nicht gehört, dass dort bei Green Finance überhaupt bei diesen Hacks Geld zurückgekommen worden ist, beziehungsweise da weiß ich jetzt nicht, ob bei den ersten beiden Hacks die Firma, also diejenigen, die dahinter stehen, Firma DAO, weiß ich jetzt nicht genau, Foundation, ob die Anleger entschädigt haben. Das kann sein, aber müsste ich nochmal genau recherchieren. Ja, die Developer von Cream haben an die Hacker-Adresse eine signierte Nachricht geschickt, dass sie bitte doch das Geld zurückgeben und sie würden ein 10%iges Bug-Bounty dem Hacker dann sozusagen anbieten. Naja, muss man schauen, was draus wird. Wird sicherlich beobachtet werden. Meine Prognose ist, da kommt nichts zurück. Aber lassen wir uns überraschen. Es ging dann weiter. Ich sag mal, die FATF, das ist eine Finanzaufsicht in den USA, hat Regeln für DeFi-Produkte angekündigt, beziehungsweise für Anbieter von DeFi-Produkten.
auch von solchen Organisationen, Unternehmen, die DeFi rausbringen. Das können ja auch DAOs sein und so Einzelpersonen und so weiter. Man hat hier angeblich vor, das wurde am 28. Oktober gelauncht, dieses Papier der FATF, dass alle Anbieter dort die Nutzer komplett KYC'en und auch alle Transaktionen nachverfolgen sollen. Ich kann da nur milde lächeln. Ich habe kein Verständnis, wie man als eine Bundesbehörde der USA solchen Unsinn rauslassen kann. Wie soll das gehen, wenn ich auf einer finanzdezentralen oder aggregierter Plattform bin, dort von irgendwoher Finanzen bekomme oder die Leute sogar in der Lage sind, dort eigene Produkte zu kreieren mit Auszahlungsmechanismen, wo man selber nicht mal weiß, wer ist denn der oder die produktkreierende Einheit. Das könnte auch wieder eine DAO in einer DAO verschachtelt sein. Also diese Regulierung ist aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr weltfremd. Aber es zeichnet sich ab, dass die Regulierungsbehörden alles, was on-ramp und off-ramp, also aus der Fiat-Welt in Krypto und aus Krypto in Fiat, dass man das sehr genau beobachten wird. Und dass natürlich auch alle Explorer, die es gibt, Blockchain-Explorer genannt, zur automatischen Überwachung herangezogen werden. Aber im DeFi-Bereich dürfte es sehr schwierig werden, dort solche Transaktionen zu KYC. Das habe ich jetzt aber auch schon wieder gehört, dass ja auch Seiten wie Etherscan, auf denen man sich ja Adressen anzeigen und Transaktionen anzeigen lassen können, die tracken ja auch IP-Adressen mit am Ende. Ja. Und auch MetaMask weiß genau, bei welcher Transaktion, von welcher Adresse eigentlich welche IP-Adresse mit zur Verfügung steht sozusagen. Also es könnte sein, dass wir da in ein böses Erwachen reinsteuern. Deswegen nochmal die Empfehlung, einfach vielleicht einfach öfter auch mal einen VPN-Anbieter nutzen. Ja, oder zum Beispiel, ich habe jetzt die Bitbox 02 mal in Betrieb genommen, Hardware-Wallet. Dort hat man auch die Möglichkeit, komplett über Tor zu gehen. Oh, also nicht über unseren Tor Alexander, sondern über das Tor-Netzwerk, ja, was ja ein Anonymitätsnetzwerk ist. Die SEC, das ist die Security and Exchange Commission, also die oberste Aufsichtsbehörde für Securities in den USA. Die macht weiterhin negativen Druck auf Stablecoins und Kryptoangebote generell. Also ich weiß nicht, der Gary Gensler hat ja auch im Oktober aufgerufen, ja, wir können Krypto und Bitcoin nicht verbieten, das kann nur der Kongress. Ich glaube aber, dass der Kongress und die amerikanischen Politiker darüber hinaus sind, die USA sind jetzt die größte Bitcoin-Mining-Nation und ich glaube, das kann man nicht mehr verbieten, dazu ist das schon zu weit. In USA ansässiges Unternehmen, Mastercard, das Kreditkartunternehmen neben Visa schlechthin, wird jetzt auch Krypto integrieren in seine Produkte, auch in seine Depositkarten. Wie genau das erfolgen soll, ist die Welt noch gespannt. Aber ich gehe davon aus, dass man entweder mit Krypto bezahlen kann, wenn Krypto akzeptiert wird, oder dass sozusagen die Kreditkarten oder Debitkarten gebackt sind. Eine Debitorenkarte hat also eine Balance, wo sozusagen ein Wert hinterlegt ist, von dem man dann abheben kann. Das ist wie eine Kontozahlung, aber vielleicht mit Kryptos. Muss man mal schauen, wie Mastercard das genau macht. Ich glaube auch, wir haben im Oktober gesehen, dass die sogenannten Hundewährungen, damit meine ich den Dogecoin und Shiba Inu, dass die ja auch riesen Sprünge gemacht haben in der Wertigkeit, im Wertigkeitszuwachs. Also es könnte auch sein, dass dort neue Kryptomilliardäre entstanden sind. Ja, es ist sogar. Also da gibt's eine Meldung von einer Wallet, die hat im April für $8,000 Shiba gekauft. Und die Shiba sind jetzt über 5 Milliarden wert. Also zumindest vor einer Woche, beziehungsweise Mitte der Woche, als die Meldung kam. Das ist mehr als die Liquidität des Tokens gerade darstellt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich gucke immer ganz kritisch auf so einen Mist, also diese Hundewährung, was jetzt diese Meme-Coins angeht.
Weil jetzt haben wir die Hundewährung gehabt, jetzt kommen als nächstes kommen gerade wieder Katzenwährung, dann kommen am Ende wieder die neuen, dann kommen wieder die Food Tokens, die sogenannten. Und das hat man alles schon. Wir hatten letztes Jahr im August im DeFi Summer gab es die Food Tokens. Im Mai, Juni gab es auch schon mal diese Welle. Da haben wir auch schon in so einem Dings hier gesprochen, in einem Rückblick. Da hat der Vitalik dafür gesorgt, dass die Hundetoken hinten in den Hof mitgenommen und hat sie alle erschossen gefühlt und hat den ganzen Markt damit abstürzen lassen. Mai, Juni, wenn man sich da die Kurse anguckt, da gab es auch diesen Mist mit den Katzentoken und Pusscoins und wie sie alle hießen. Jetzt machen wir das alle. Wir lernen nichts dazu, habe ich das Gefühl, als Community. Es ist nur Mist, diese Token. Es sind so viele Trittbrettfahrer und Betrüger, die da mitfahren, und es werden so viele neue Leute verbrannt dadurch, die nie wieder zurück zu Krypto kommen. Und außerdem verstopfen sie mit ihrem Scheiß den ganzen Mempool von Ethereum und machen Transaktionen unbezahlbar für Anfänger. Also klar, übelst geil für alle Leute, die da wahnsinnig viel Geld machen, aber die Token sind nichts wert, die machen nichts und die werden nie was machen. Und wenn ihr jetzt 5 Milliarden auf eurer Wallet habt, zahlt euch lieber was aus, bevor ihr alles wieder verliert. So, jetzt habe ich meinen Mut von der Seele geredet. Ist auch mein Hinweis. Ich habe meine Frau liebt Panda-Bären. Ich habe jetzt gesagt, die sollen mal einen Panda-Token, vielleicht gibt es den sogar schon, auflegen. Aber mal gucken. Auf Ethereum lässt sich sowas ja sehr leicht imitieren. Mal sehen, was ich demnächst so mache. Also wie gesagt, meine Empfehlung ist es nicht. Ich hatte bisher nie so einen Hundetoken, aber wer damit sein Glück gemacht hat, bitte. Walmart stellt in den USA überall Kryptoautomaten auf. Ja, ich habe mir mal die Landkarte dann, also Bitcoin-Automaten und kombinierte Kryptos. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und geschaut, ja, wo haben wir denn in Europa überall Bitcoin-Automaten? Und in Deutschland, so viel ich weiß, weiß ich nicht, ob es überhaupt noch welche gibt, noch 2 oder 3. Okay. Aber in unseren Nachbarländern, in Tschechien, da gibt es so über 150, allein in Prag 40 Stück. Und in Österreich, in der Schweiz, die österreichische Post, überall gibt es einen Bitcoin oder einen Kryptomaten. Ich weiß nicht, warum unsere BaFin dort das Geschäft eigentlich kaputt gemacht hat. Es gab ja mal welche, selbst in Dresden, in Sachsen hatten wir einen, aber da musste wieder abgebaut werden. Also Walmart hier ganz vorne dran und wir sehen auch, wo der Hase langläuft. Ne? Ja, und unser aller Lieblings-Internet-Gigant Facebook hat sich ja, nachdem jetzt da auch einiges von sogenannten Whistleblowern, wie intern sozusagen der Zustand Management des Unternehmens aussieht, hat jetzt irgendwie diese Woche den Ausweg nach vorn gesucht, die Flucht nach vorn, sagt man dazu, wird sich umbenennen in einer Holding, neu Meta, weil ja Metaversum sozusagen, das ist die Zukunft des Internets, dort werden Geschäfte gemacht, dort werden Grundstücke gekauft und gelauncht. Und hat auch das Novi-Wallet gelauncht. Das ist ja aus der ehemaligen Tochter Calibra, die heute Novi heißt, entstanden. Und man will dort ein Weltgeld anbieten, sofern die Regulierungsbehörden das zulassen. Das wird aber allerdings wahrscheinlich nur noch ein gebackter Stablecoin sein. Welche Währung dann dahinter sein, wissen wir nicht. Fakt ist aber, Facebook hat mittlerweile 3,4 Milliarden Nutzer weltweit. Und wenn man dort über Facebook den unbankt, auch den Zugang macht, dann hätte Facebook darüber eine Steuerungs- und Marktmacht, weil ja Facebook dann auch die Identitäten der Kontoinhaber kennt und sozusagen dort auch Preis und andere Dinge diktieren könnte für 3,4 Milliarden Menschen. Das sind fast die Hälfte der Menschheit, wäre das, ne? Wenn die alle, die ein Facebook-Konto haben, auch dann in unterentwickelten Ländern, die haben meistens ein Smartphone, wenn die dann damit Geld überweisen könnten, dann wäre das der größte Währungsanbieter der Welt unter Umständen. Ralf, du springst immer zu kurz. Facebook, ich springe zu kurz. Ja, natürlich. Ja, Facebook, Google und so weiter, das sind Produkte der amerikanischen Geheimdienste. Und ja, doch.
Und die mischen halt im Hintergrund mit. Und die Amis wissen schon, dass der US-Dollar deren stärkste Macht ist, noch stärker als Militär. Das hat die LinkedIn-Anhörung auch gezeigt. Und wenn die jetzt eine amerikanische Firma haben, die halt, sagen wir mal, wenn der US-Dollar nicht mehr zu retten ist, werden sie halt so eine Sachen dann loslassen. Und über die können sie halt die Leute kontrollieren. Und so eine Firma, das sehen wir ja auch in Deutschland, da werden halt staatliche Ausgaben, Aufgaben an Unternehmen ausgelagert. Und dann sagt der Staat auch, nee, das haben wir nicht bestimmt. Das waren AGB der Firmen. Also jetzt diese ganzen Löschaktionen auf Hatzeburg, auf YouTube, auf Twitter und so weiter, das sind ja alles staatlich intruiert. So, und da darfst du nicht vergessen, da steckt Politik dahinter, da stecken Konzerninteressen dahinter und auch die drei Buchstabendienste. So, und bei Facebook, da sehe ich halt, weil viele Leute halt nicht kapieren, was sie da für Daten freigeben. Ich habe mir gestern habe ich es angeguckt, heute habe ich es zu Ende geguckt, einen Vortrag vom Chaos Computer Club angeguckt, von 2017 war der. Und der hat nur die Artikel von Spiegel ausgewertet, also welche Rubrik, welcher Autor, wie viel Zeichen, welche Uhrzeit veröffentlicht. Ist der Autor ausgeschrieben oder ist der Autorname abgekürzt? Gibt es eine Kommentarfunktion oder nicht? Und was der daraus für Daten ablesen kann, wer mit wem ein Verhältnis hat, wer in welcher Abteilung mit anderen gemeinsam arbeitet, das ist brutal. Und ich mache ja auch Blockchain-Forensik. Und wenn du als Bank, als Zahlungsanbieter diese ganzen Daten hast, du hast Identitäten, ob du jetzt die genau kennst oder nicht, ist irrelevant. Und du hast Zahlungsströme, was du da für Daten rauslesen kannst, das ist brutal. Und das können sich viele nicht vorstellen. Ja, das geht ja noch weiter. Also ich bin da vielleicht nicht ganz so naiv. Ich bin ja auch ein aktives Mitglied von diesem 3C-Club in Deutschland. Wenn du diese Macht hast, dann kannst du ja auch unliebsame Kontoinhaber ausknipsen oder wenn das Geld, was die anbieten, auch noch programmierbar wird, also sprich nur für bestimmte Dinge einsetzbar. Schauen wir mal. Also das ist schon, könnte eine Zäsur sein. Ich hoffe nur, dass sich die libertäre Gedanke von Bitcoin, dazu sollten wir auch nochmal eine sehr, sehr intensive Folge machen mit ein paar Bitcoin, sag ich mal, Enthusiasten dazu, nicht Evangelisten, aber Enthusiasten. Aber da können wir das mal diskutieren, auch unter dem Aspekt, was im Bitcoin-Standard beschrieben ist. Also es könnte eine neue, positive Welt sein, aber jetzt stecken wir erstmal in dieser Welt mit dem nicht ganz so sauberen oder soliden Geld, wie man so schön sagt. Es könnte, aber es wird nicht, weil neue Techniken immer zur Machterhaltung genutzt werden und nicht irgendwie zur Innovation. Und Geld ist halt Macht, Geld regiert die Welt. Also deswegen, dass jetzt gerade Digitalisierung von Geld, wie so irgendwie Junge ohne Erfahrung sowas glauben, ist halt hochgradig naiv. Weil wir beide haben ein gewisses Alter, wir haben viele Sachen erlebt und Techniken werden erstmal dazu eingesetzt werden, um die Massen zu manipulieren oder zu steuern. Ja, da liegt es auch an uns, entsprechend mit unserem Podcast Wissen aufzuklären, Wissen zu vermitteln und natürlich auch Wege aufzuzeigen, wie man solche Technologie zum Nutzen des Einzelnen einsetzen kann. Ja. Wir kommen aber jetzt auch mal zu einem anderen Aspekt. In NRW, Nordrhein-Westfalen, hat die Staatsanwaltschaft oder das Gericht, weiß ich nicht so genau, Bitcoin versteigert. Was war denn da los, Mario? Ja, naja, also die Staatsanwaltschaft, die hat sich 215 Bitcoin beschlagnahmt sozusagen. Aus dem Drogenhandel im Darknet hatten sie die noch rumliegen. Und die mussten die über ihre Normalwege der Versteigerung loswerden und haben sozusagen diese 215 Bitcoin diese Woche versteigert. So wie ich es mitbekommen habe, war der Andrang war enorm. Alle Beteiligten dort in den Abteilungen waren überrascht darüber, wie viele Neuanmeldungen es auf ihrem Portal gab und sie konnten überhaupt nicht damit rechnen. Es war also weltweit, waren alle möglichen Leute mit dabei. Am Ende um 12, lese ich hier, ist die Auktion gestartet und es stiegen dann sofort die Gebote stiegen ganz, ganz stark und am Ende
lagen die ersten Gebote sozusagen bei 56.000 Euro und damit 2.000 Euro über dem aktuellen, zu dem Zeitpunkt aktuellen Marktpreis, was sich natürlich auch da niemand erklären konnte, warum die Leute denn mehr für den Bitcoin bezahlen, als er wert ist. Und da zitiere ich jetzt mal eine Staatsanwältin, die darüber nur spekulieren konnte und sagte, vielleicht, weil man weiß, dass man von uns die Ware auch bekommt. So, also alleine, wenn ich schon dieses Zitat lese, das sagt von ihr ja schon wieder, dass man angeblich an normalen Börsen den Bitcoin nicht bekommt, was ja schon wieder völliger Blödsinn ist. Warum bezahlen die Leute mehr für den Bitcoin? Weil er halt auch einfach mehr wert ist als 56.000 Euro. Auch wenn der Kurs gerade eben nicht mehr bei 56, wo ist er denn gerade? Gucken wir doch mal ganz kurz nochmal nach. CoinGecko. Warum hat er mehr Wert? Kannst du das erklären, Mario? Weil es halt nur 21 Millionen davon gibt. Nee? Oh, nee, gut, dann Thor, klär mich auf. Klär uns auf. Der Bitcoin hat halt mehr Wert, weil er jungfräulich ist. Das heißt, der hat eine gewaschene Historie. Das heißt, ach, der Bitcoin von denen, ja, okay. Ja, natürlich, ja. Die Beschlagnahmung. Der ist sauber. Ja? Ja. Per Definition. Das heißt, wenn ich sage, ich habe die hier von den Marshalls in den USA oder von der Staatsanwaltschaft in NRW oder sonst wo gekauft, dann haben die eine saubere Historie und die sind halt wesentlich mehr wert. Und das ist halt das Problem bei Bitcoin. Aufgrund der Transparenz hast du halt, Englisch heißt es tainted Bitcoin, du hast halt verschmutzte Bitcoin. Okay. Und das kann halt bei einigen Börsen, bei Bitpanda zum Beispiel, meinen speziellen Freunden im Österreich, da kann das grob zu Problemen führen, wenn du da so ein verunreinigten Bitcoin irgendwie bei den einzahlst. Und da musst du noch nicht mal irgendwie selber dran schuld sein, ne? Ja. Gut, das ergibt Sinn. Da gehe ich mit, das stimmt. Also so saubere Bitcoin von der Staatsanwaltschaft. Jungfräulich sozusagen, ohne Historie. Machen wir mal weiter auf der nächsten Seite. Wie zentral ist Polygon? Diese Nachricht hat sich auch ergeben. Es findet eine Geldkonzentration bei den Validatoren bzw. Mining-Anbietern in Polygon-Matic statt. Ist das wirklich noch dezentral? Muss man mal schauen. Und es gibt auch eine Tendenz, dass immer mehr, also eine Tendenz, das ist ein Umbruch, dass nicht mehr Banken junge Bitcoin-Startups kaufen, sondern dass Bitcoin-Börsen, gestandene Krypto-Unternehmen, immer mehr Banken kaufen, weil einfach die Kapitaldecke bei den Krypto-Unternehmen viel, viel höher ist als wie bei einer normalen Bank. Und das heißt, wir haben hier jetzt einen Umbruch zu sehen. Alleine, wenn man sieht, wie viel Coinbase, was 2018 gegründet worden ist, heute wert ist, mehr als die Deutsche Bank. Ja. Also diese Tendenz ist nichts Neues. Ich hatte ja vor einigen Jahren den Herrn Bitcoin.de mal bei mir in einem Meetup in Stuttgart. Und um da halt eine entsprechende Banklizenz zu bekommen, war es für ihn auch einfacher, irgendeine in Staucheln geratene Bank zu kaufen. So, und durch diese ganzen komischen Krypto-Verwahrlizenzen, die kriegst du halt mit einer Bank einfacher als mit einem Krypto-Unternehmen. Und deswegen bietet sich gerade für diese Unternehmen an, irgendwelche Banken, die halt, sag mal, Probleme haben mit den Kunden oder mit der Eigenkapitalgeschichte, die einfach aufzukaufen und dafür umzuwandeln in Kryptosachen. Da hatten wir vorhin ja schon, die USA ist ein größtes Bitcoin-Mining-Land geworden. Und das hat auch ein bisschen was mit dem Nächsten zu tun. Thor, ich glaube, das hattest du, diese Nachricht, ja? Und zwar habe ich auch wieder Stichwort Bitcoin. Umweltschützer protestieren in den USA gegen ein Kraftwerk, was auch Energie benutzt fürs Bitcoin-Mining. Also da haben ein paar Leute ein konventionelles Kraftwerk mit fossilen Brennstoffen aufgekauft, stand nicht richtig da. Ich nehme mal ein Kohlekraftwerk, Steinkohle. Ein Teil, so rund 50% der Energie wird ins öffentliche Netz eingespeist, was natürlich gut ist und dort halt die Stabilität des Netzes mit gewährleistet. Und die überschüssige Energie wird halt fürs Kryptomining verwendet, was auch sinnvoll ist, weil um ein Kraftwerk zu betreiben, brauchst du halt eine gewisse Anzahl von Anlagen, Brennstoffen, Temperaturen und was nicht alles. Und wenn du die Energie nicht komplett verkauft bist, deswegen muss das Kraftwerk ja stillgelegt werden, hast du da ein Problem. Und das tue ich ja auch in der neuen Ausgabe meines dezentralen Geldes, gehe ich ja explizit auf dieses Thema mit den vagabundierenden erneuerbaren Energien und was nicht alles ein,
die man halt, wo man quasi diese Spitzen fürs Kryptomining mit nutzen kann und wo es auch Sinn macht. Thor, habe ich das jetzt richtig verstanden? Bei der neuen Ausgabe deines dezentralen Geldes, du gibst jetzt neues dezentrales Geld raus. Das ist ja interessant. Das haben wir noch gar nicht gehört. Oder meinst du dein Buch? Na, ich meine mein Buch Dezentrales Geld. Da ist ja jetzt vor kurzem die zweite Auflage erschienen. Für die dritte habe ich da noch ein paar weitere Anmerkungen mit reingenommen. Also wenn ich sage, mein dezentrales Geld, dann meine ich mein Buch dezentrales Geld. Du legst dein Buch ja öfter auf, als ich meine Unterwäsche wechsle, Thor. Was ist denn bei dir los? Ja, das Problem ist halt, dass der Bereich sich ständig ändert. Okay. Wobei die erste Auflage war von 2019, also vor 2 Jahren, vor über 2 Jahren. Die Zeit vergeht. Naja, wollen wir nur hoffen, dass es in Zukunft auch nicht mehr als toten Baum verkaufst, sondern dass du das auch elektronisch verkaufst, ausschließlich. Ne? Nee, absichtlich nicht. Und wenn du jetzt mit Amazon ankommst, auch nicht. Auch nicht. Nee. Naja, du hast deine eigene Vertriebswege, um tote Bäume an den Mann. Greta weint, Thor. Greta weint. Tote Bäume, musst du positiv sehen, die Bäume tun Kohlendioxid speichern. Ja, das stimmt. Und das kannst du wieder rückwandeln. Apropos Kohlendioxid, kommen wir mal zu China. Und zwar das chinesische Blockchain-Service-Netzwerk. Das ist eine Funktion, die China entlang des internationalen Seidenstraßenprojekts ausrollt, Rechenzentren in vielen internationalen Städten, wo ein Konglomerat von unterschiedlichsten, ich glaube derzeit mehr als 15 unterschiedlichen Blockchain-Technologie oder Blockchain-Netzwerken unterstützt wird und wo man darüber dann auch solche Angebote wie Supply Chain Management-Ketten, digitale Überweisung mit dem digitalen Yuan, überall dort, wo China seine Seidenstraßenprojektgeschäfte internationaler Art macht. Und die sind jetzt auch im Westen langsam angekommen, in der Türkei und Usbekistan. In den USA haben sie auch schon ein Büro. Ich erwarte, dass demnächst in der EU, in Italien, vielleicht auch in der Bundesrepublik, auch entsprechende Rechenzentren angeboten werden, wo das Blockchain-Service-Netzwerk vielleicht über Alibaba oder über andere dann Blockchain-Services sehr kostengünstig anbieten wird. Ja, kommen wir nach El Salvador. Nach circa einem Monat von dem Startzeitpunkt aus gerechnet, wo in El Salvador Bitcoin neben dem US-Dollar gleichrangiges Zahlungsmittel ist, also Währung, anerkannte Währung ist, haben jetzt mehr El Salvadorianer ein Bitcoin-Wallet als dort Menschen ein Bankkonto haben. Dazu muss man wissen, dass in El Salvador nur circa ein Drittel der Einwohner ein Bankkonto hat. Da fragt man sich, wie können die ohne Geld ihr tägliches Leben organisieren? Offensichtlich ging das. Die haben also einen viel höheren Eigenverantwortungsgrad, als wir das in Europa haben. Aber die haben jetzt natürlich mehr Bitcoin-Wallets. Ich glaube auch, dass der Staatspräsident das ganz geschickt gemacht hat, indem man nämlich ein Incentive ausgerufen hat und in jedem Wallet, jedem El Salvadorianer sozusagen 30 US-Dollar mitgegeben hat in Form von Bitcoin, was dann innerhalb von einem Monat dazu geführt hat, dass eben alle Leute diese Staatswährung genutzt haben oder eben ein Wallet mit diesen 30 Dollar als Bitcoin mindestens hatten und sicherlich dann auch Zahlungsversuche. Banking the unbanked und man kann nur sagen, innerhalb eines Monats in einem Land, wo die Infrastruktur nicht ganz so gut ist, aber ein Smartphone haben die offensichtlich alle. Ich denke, das wird in Mittel- und Südamerika Schule machen. Ich glaube, dass wir innerhalb der nächsten 2 Monate, also bis Jahresende, noch mindestens ein weiteres Land haben werden, was per Gesetz Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren wird. Die haben sich auch neue Bitcoin gekauft, wenn ich das mich richtig entsinne, im Oktober. El Salvador, der Herr Bukele, also der El Presidente, haben 420 neue Bitcoin sich auch mal in die Tasche gesteckt. Mhm. Ja, und die machen ja auch Bitcoin-Mining mit Vulcano. Ja. Vielleicht noch mal ein bisschen ein paar Ergänzungen. Ich meine, ich lebe ja auch ein paar Länder südlich von El Salvador. Hier ist es auch nicht einfach, ein Bankkonto zu kriegen. So, und komischerweise
Früher hat das auch ohne Bank funktioniert, dann tauschte halt das übliche Geld, sprich bedrucktes Papier. Das reicht ja auch. Ergänzen möchte aber dazu sagen, ich habe ja auch den Podcast, höre ich ja auch von Bitcoin und Rock'n'Roll heißt, glaube ich, ne? Von dem Alexander Bechtel und ja, dem Jonas und noch einem. Und das sind ja so ein paar Junge, die Fans von digitalen Zentralbankgeld für jedermann sind und glauben, dass das so die Erlösung und was Tolles werden würde. So, und die haben in ihrem Podcast auch zu den Neuigkeiten, da auch zu der Sache in El Salvador was gesagt. Und der Alexander oder sein anderer Kollege war es, die hatten sich beschwert, dass das so hauruckmäßig eingeführt wurde, wo ich denen vielleicht auch recht gebe. Aber manche Sachen macht man halt schnell und diskutiert nicht ewig rum. Aber was sie halt vorbrachten, der böse Bitcoin könnte ja von heute auf morgen 50% seines Wertes verlieren. So, und was die beiden natürlich nicht erzählt haben, dass der böse Bitcoin ja übermorgen wieder diese 50% Verlust locker ausgeglichen haben könnte, aber spätestens nächste Woche. So, und das Hauptproblem ist aber der US-Dollar. Wenn der US-Dollar von heute auf morgen 100% seines Wertes verliert, dann kann ich davon ausgehen, dass der übermorgen, nächste Woche, nächstes Jahr nicht irgendwo wieder einen Wert hat, sondern der bleibt bei seinem 0% Wert. Und der Vorteil bei Bitcoin ist, das kann zwar schwanken, das habe ich auch erklärt mit dem Bitcoin-Trilemma, warum das gut ist, aber der Bitcoin wird nie seinen Wert verlieren. Und was der echte Wert einer Ware ist, das hängt auch immer von der Umgebung und von anderen Gegebenheiten wie Angebot und Nachfrage ab. Ich stimme dir dazu. Die Zeit wird es zeigen, wie stark der Bitcoin als vielleicht sogar Weltreservewährung eines Tages oder vielleicht schon in 2 Jahren gilt. Aber ich sehe die Zeit kommen. Falsch. Weltreservewährung wird Bitcoin nie werden. Währung bedeutet, du packst das als Bank in die Reserve. Das heißt, dieses Geld ist aus der Benutzung, aus dem Umlauf raus. Und das ist für ein Geld, Geld muss fließen, das muss zirkulieren. Klar wirst du einen Teil speichern, die Werte und irgendwo aufheben. Aber wenn du guckst, Reservewährung ist momentan Gold und Gold wird halt größtenteils gehortet. Wird zwar was gehandelt, aber nur ein Teil des umlaufenden Goldes. Das heißt, gut, Reservewährung, was du wahrscheinlich meinst, ist so Weltwährung zum Benutzen. Das ist es ja heute schon, aber ein Großteil der Bitcoin werden natürlich auch erstmal gehalten und nicht zum Zahlen genutzt. Aber die Zeit wird sicherlich noch kommen. Gut, vielleicht noch mal ein paar News aus Deutschland. In Deutschland wurde jetzt die dritte Verwahrlizenz, also für Kryptoassets, um die zu verwahren, auch Custody genannt, an das Unternehmen Startup Tangani aus München vergeben. Auch interessant, die haben eine gute Plattform, glaube ich, und bieten diese Dienstleistungen dort, die Verwahrdienstleistungen, auch schon anderen Instituten an. Und von denen wird man in der nächsten Zeit schon noch einiges hören, glaube ich. Boah, du hast auch irgendwas mit einer numismatischen Münze. Was ist denn da passiert? Ja, und zwar hat da irgendeiner, ich habe den Artikel hier gerade auf, ich verlinke den auch, da hat einer eine numismatische Münze gekauft vor 2 Jahren. Die ist aus Gold gewesen für $4,905. Und die ist aber auch gedeckt gewesen mit 1.000 Bitcoin. Also er hat quasi eine 1.000 Bitcoin-Münze, die aus Gold ist, vor 2 Jahren für knapp $5,000 gekauft. Und das Ding hat jetzt plötzlich $48 Millionen wert. Wie ist die gebackt? Also heißt das, da ist ein Private Key auf der Goldmünze drauf? Ja, okay. So in die Richtung muss das sein, dass da ein privater Schlüssel irgendwo drauf ist. Da gibt es auch eine Abbildung. Auf der Rückseite ist halt quasi ein Etikett drüber, was man abziehen kann. So ein holographisches Ding. Das kenne ich auch aus dem Herrn Bitcoin-Münzen.de, den ich bei mir auch mal im Meetup mit eingeladen hatte. So, und er selber, gibt es ein längeres Interview mit dem, der hat das auch gezeigt. Das Ding ist auch irgendwie eingeschweißt oder eingeklemmt in so einem Halter. Ian Russell heißt der Mensch. So fand ich eine recht interessante Meldung. Also wie quasi eine Goldmünze plötzlich $48 Millionen wert kriegt.
Das ist dann vielleicht ein Wallet aus Gold, ein physikalisches Wallet rein aus Gold, wer weiß. Ja, die ersten Bitcoin-Münzen waren ja aus Plastik, da war ein Bitcoin drauf und ich kenne einige, die haben das dann so als Trinkgeld den Bedienungen damals mitgegeben, um die Verbreitung von Bitcoin zu fördern. So, und dann die nächste Meldung. Ich war auf dem Asset Protection Kongress, allerdings online gewesen. Der fand, ich glaube, jetzt auch in den letzten 10 Tagen statt, internetmäßig. Und da habe ich unter anderem, bin ich da über die Firma Mondo gestolpert. Das ist ein deutsches Unternehmen, die eine Kreditkarte mit Trading und Krypto anbieten. Der Vorteil von denen aber gegenüber herkömmlichen Anbietern wie Wirex und Transferwise, Revolut und so weiter ist, ja gut, ob sie in Deutschland sind, finde ich jetzt nicht unbedingt einen Vorteil. Aber was bei denen vorteilhaft auf jeden Fall ist, es gibt einen Telefonsupport. Ah, das ist interessant. Und ich bin dran, den Chef da auch zu gewinnen, bei uns mal im Podcast aufzutreten und da auch ein bisschen was zu seiner Geschichte, zu seiner Historie zu erzählen. Ich denke mal, das wird halt auch eine interessante Sache werden, falls er gerade zur Zeit vielleicht, hat. Weil du vorhin, ich weiß nicht, das wird vielleicht nicht so gut zu sehen sein oder gar nicht zu sehen sein. Was man jetzt hier hält, ja, als ich von meiner alten Arbeitgeber ausgestiegen bin, da haben mir meine Mitarbeiter so Bitcoins und andere Münzen Litecoins genommen. Die haben auch den Private Key sozusagen draufgehämmert. Und ich habe viele davon, also das sind hier auf diesem ganzen A3-Dings-Bildrahmen mehr als 20 Stück. Und das ist natürlich auch einiges wert. Also das gibt es wirklich, ne? Gibt ja auch unsere Podcasts, unsere Videos gibt es ja auch auf Hive, also diesen Nachfolgeprodukt von Steemit, was ja dann vom Justin, seines Zeichens Tron-Initiator, mehr oder weniger übernommen wurde. Haben die Leute sich ja verselbstständigt und gesagt, nee, wir wollen nicht irgendwie unterm Herrn arbeiten, sondern wir wollen halt dezentral bleiben. So, und dort gibt es Entwickler, die zum Beispiel eine Authentifizierungsalternative zu Facebook oder zu Google, was jetzt für Webseiten interessant ist, auch mit anbieten. Und mit denen hatte ich auch mal Kontakt aufgenommen, weil der natürlich diese Zertifikate, diese Berechtigung in die Blockchain reinschreibt, ob man da nicht im Umkehrschluss auch wieder auf die Identitäten schließen könnte. Und er meinte, nee, passiert nicht. Aber ich fand es halt eine interessante Alternative, weil man das natürlich bei vielen Diensten sieht. Du kannst dich mit deiner Facebook-Kennung, mit deiner Google-Kennung einloggen und ich mache davon immer rege Nicht-Gebrauch, weil ich einfach nicht will, dass die irgendwie noch wissen, wo ich mich auch noch irgendwie im Internet rumtreibe. Da weiß Google schon eh zu viel und Facebook weiß da auch zu viel aufgrund der Leute, die mich kennen. Mhm. Ja, vielleicht noch eine ganz amüsante letzte Meldung von meiner Seite. Und zwar gibt es ja einen Mr. Cox. Habt ihr von dem gehört? Das ist ein Oracle, ein externes, ein Kryptophänomen, was jetzt wieder sozusagen Kurse voraussagt oder Kursentscheidungen macht. Das ist ein kleiner Hamster. Und zwar nennt er sich Mr. Cox in Deutschland. Und der hat wohl, also diese Meldung kam am 6. Oktober, der hat viel mehr Glück bei seinen Währungsvoraussagen und bei seinen Währungskäufen. Er sitzt im Hamsterrad und ist unheimlich erfolgreich. Es gibt dazu auch ein YouTube-Video, das können wir dann hier im sozusagen auch mit verlinken dann, ja. Elf und Mario, beide sitzt doch auch noch im Hamsterrad. Ihr seid doch abhängig beschäftigt. Ja, ja, ich drehe auch weiterhin an meinem Rad. Aber ich bin es gern, muss ich sagen, weil ich bin ja bei Blockchains und arbeite dort 100% ausschließlich im Blockchain-Krypto-Bereich. Für mich ist das okay. Ich habe mir 10 Hamster gekauft, den habe ich jeden einen Tausender gegeben und die traden seit der Meldung dann auch für mich und ich hoffe deswegen auch bald aus dem Hamsterrad ausbrechen zu können. Ja. Ganz toll. Das ist eine Perspektive. Aber ich denke, wir sollten mal weitermachen. Ja, das ist dann wieder ein Stichwort für mich und zwar als zeitloses Thema habe ich mir, weil es ja heute um Zitate geht, habe ich mir halt 3 Zitate von Satoshi Nakamoto ausgesucht und
Das erste ist ein bisschen kurz, fand ich bei meinen Recherchen zu meinem Buch, fand ich das interessant, dass der Satoshi Nakamoto damals nicht über Blockchain oder Blockketten sprach, sondern er sprach von Zeitketten, also von der Timechain. Was ja auch Sinn macht, wenn alle 10 Minuten ungefähr ein Block, sagen wir mal, erfolgen soll, dann habe ich ja, wenn ich jetzt eine Anzahl von Blöcken zähle, über einen längeren Zeitraum habe ich ja auch ein Maß der Zeit, die seitdem vergangen ist. So, das zweite ist ein bisschen längeres Zitat, fand ich recht interessant. Ich lese es mal vor. Stellen Sie sich als Gedankenexperiment vor, es gäbe ein Basismetall, das so knapp wie Gold ist, aber folgende Eigenschaften aufweist. Langweiliges Grau, kein guter Stromleiter, nicht besonders stark, nicht für praktische oder dekorative Zwecke geeignet, aber es hat eine besondere magische Eigenschaft. Es kann über einen Kommunikationskanal transportiert werden. So, und das finde ich eine recht gute Beschreibung für eine Kryptowährung zum Beispiel. Wollte gerade sagen, das klingt ja wie Bitcoin. Bitcoin, ja. Oder Litecoin oder irgendwas anderes, ja. Mhm. So, das dritte Zitat von ihm. Das Hauptproblem bei herkömmlichen Währungen ist das Vertrauen, das erforderlich ist, damit es funktioniert. Der Zentralbank muss vertraut werden, dass sie die Währung nicht entwertet, aber die Geschichte der Fiat-Währung ist voller Verstöße gegen dieses Vertrauen. Den Banken muss vertraut werden, dass sie unser Geld halten und elektronisch überweisen, aber sie verleihen es in Wellen von Kreditblasen mit kaum einem Bruchteil der Reserve. Wir müssen ihnen unsere Privatsphäre anvertrauen und ihnen vertrauen, dass Identitätsdiebe unsere Konten nicht belasten. So, und eine gute Alternative dazu, Mario, du hast es ja schon genannt, fängt mit B an. Puh. Bitcoin vielleicht. Bitcoin, ja. Ja, vielleicht, ja, vielleicht. Ich habe da auch mal ein interessantes Zitat rausgesucht, was Friedrich Hayek, der ja ein Vertreter oder einer letzten großen Vertreter der österreichischen Ökonomieschule ist, 1984 gegeben hat, diesen Ausspruch. Das ist auch auf Video festgehalten. Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder ein gutes Geld haben werden, solange wir das Thema Geld dem Staat überlassen. Das heißt, wir können es nicht gewaltsam aus den Händen des Staates entreißen, sondern alles, was wir tun können, ist, auf eine schlaue Art und Weise etwas einzuführen, was sie nicht stoppen können. Ich glaube, dass so etwas auch der Bitcoin ist und dass DeFi-Produkte und alles, was nach DeFi noch kommt oder mit DeFi noch kommt, dass das auch kaum noch stoppbar sein wird. Die Büchse der Pandora ist geöffnet. Also man kann dem Satoshi immer nur wieder sehr dankbar sein, dass es auf sich genommen hat, das rausgegeben hat und in was für einer komischen Zeit wir die letzten 15 Jahre beziehungsweise 12 Jahre wir uns bewegen, dass der Bitcoin so groß geworden ist, wie er geworden ist. Also wirklich, dass er erstmal so eine Stealth-Phase hatte, also wo ihn niemand beachtet hat und plötzlich er so groß, dass man ihn aus eigentlich keine Nachrichten mehr gibt, die nicht irgendwann einmal am Tag über ihn berichten. Das ist schon phänomenal. Also wir leben auf einer lustigen Timeline, möchte ich meinen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, der Thor hatte sich das mit den Zitaten ausgedacht und da musste natürlich auch ich mich auf die Suche begeben nach einem guten Zitat. Und ich habe da den Saifedean Ammous, den Autor des Bitcoin und mittlerweile auch des Fiat-Standards, hat er auch neu rausgegeben, das Buch, zitiert. Und er sagt, dass leichtes produzierendes Geld überhaupt kein Geld ist und leichtes Geld macht eine Gesellschaft nicht reicher, sondern im Gegenteil, es macht sie ärmer, indem es ihren gesamten hart erarbeiteten Reichtum im Tausch gegen etwas leicht zu produzierendes zum Verkauf stellt. Und das ist ja das, was wir gerade sehen. Es wird unendlich viel Geld neu gedruckt und damit wird alles, was wir so am Tag produzieren und wofür wir arbeiten gehen, eigentlich von Tag zu Tag immer weniger wert. Beziehungsweise alles andere wird immer teurer, ne? Wenn wir da viel zu viel leichtes Geld haben. Viele haben ja wahrscheinlich auch schon ihre Zettelchen von ihren Energieversorgern bekommen, dass der Strompreis ein bisschen steigen muss. Ein bisschen ist da untertrieben. Ich habe da manchmal schon Verdopplung gesehen. Also es bleibt spannend. Das nennt man Inflation. So, okay. Und ich habe ja auch die Theorie, dass ein deflationäres Geld ressourcenschonend und umweltfreundlich ist. Aber das müssen wir heute nicht diskutieren. Zum Abschluss möchte ich natürlich dann auch noch ein Zitat zum Besten geben.
Und Jimmy Song, seines Zeichens immer so Bitcoin-Maximalist, den könnten wir auch mal einladen. Allerdings spricht er immer nur Englisch und Amerikanisch. Aber er hat mal gesagt, vor kurzem, im Grunde ist dies Problem mit fast jeder zentralisierten Institution, dass sich die Führer mehr um die Macht kümmern als um das Wohl der Leute, die sie angeblich führen. So, das trifft auf jede Regierung zu, die sich halt auf jeden Konzernspitze, die halt nur auf kurzfristigen Erfolg, auf Marketing, Propaganda aus sind, aber langfristig eigentlich viele Sachen kaputt machen oder schlechter. Liebe Leute, das waren heute mal drei oder etwas neue Zitate. Wir wollen euch auch noch einen Ausblick geben, was sozusagen in der nächsten Zeit von uns zu erwarten ist. Also im November und vielleicht auch im November darüber hinaus. Mal sehen, wie wir das schaffen. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was mehr zu Cardano besprechen. Das ist ja vor allen Dingen mein allergrößter Lieblingscoin. Zwinker, zwinker. Wir werden auch noch ein neues Blockchain-Café veranstalten zum Thema NFTs, aber das wahrscheinlich Richtung Januar 2022. Der ist ja auch schon wieder bald. Außerdem nächste oder war es übernächste Woche, haben wir endlich den Markus Büch wieder ranbekommen, um den zweiten Teil des ersten Interviews endlich fortzuführen. Das, wer sich noch erinnert, das war eine unserer ersten Folgen mit, glaube ich. Da waren wir noch im einstelligen Bereich. Da lohnt es sich also vielleicht nochmal die Folge anzuhören, bevor man den zweiten Teil sich dann anhört. Das geht dann nahtlos einfach weiter. Außerdem werden wir noch, nachdem wir jetzt den Workshop mitgemacht hatten, Ralf, mit zu EtherRisk, werden wir auch noch ein Interview mit EtherRisk zur dezentralen Versicherung führen. Hört euch dazu gerne mal die Blockchain-Espresso Episode 7 an. Und wir werden nochmal den Johannes Pfeffer einladen. Der hatte ja auch hier schon mal das Barnbridge-Protokoll vorgestellt. Und da hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass sie noch ein neues Produkt live gehen lassen wollen. Und das ist jetzt sozusagen in der Produktion, das Smart Alpha. Und da wird der Johannes nochmal vorbeikommen und das Produkt nochmal vorstellen. Dann kommen wir zu den DeFi-Erreichbarkeiten. Die mache ich heute mal, damit der Mario nicht immer da Alleinunterhalter spielen muss. Also ihr erreicht uns logischerweise über die Homepage www.defi.jetzt. Könnt ihr auch das www weglassen. Oder chronologisch auf Telegram findet ihr das entweder im defi-jetzt-Kanal. Das ist eher so ein Broadcasting-Kanal ohne Rückmeldung. Und diskutieren könnt ihr mit uns auch unter defi-chat auf Telegram. Und da gab es ganz kurz zum DeFi-Chat, genau. Da habe ich nämlich, da vermisse ich ein bisschen Interaktion mit euch. Also bin ich ein bisschen traurig, weil der Thor und der Ralf, die haben mich ja hier mit in das Triumvirat reingehoben, um auch mein Wissen über, was ich hier täglich mache, mit DeFi auch mal weiterzugeben. Und da hatte ich eigentlich letztens mal eine Frage gestellt, was ihr denn eigentlich schon so alles erlebt habt, weil ich mir eigentlich dachte, vielleicht können wir ja auch darüber mal eine Folge machen, was so unsere Follower schon erlebt haben. Sind sie denn schon mal sozusagen geruggt worden? Also wurde ihnen schon mal Geld aus dem Konto gezogen? Haben sie schon mal in irgendein Shitcoin-Projekt investiert, was auf Null ging oder was am Ende sogar sich verhundertfacht hat? Das wären ja mal Geschichten, die mich interessieren und vor allen Dingen auch für die Leute, die jetzt einfach wirklich nur zuhören und sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Was fehlt euch denn als nächster Schritt, damit ihr euch trauen würdet, das auch mal doch mal in die Hand zu nehmen und mal was zu machen? Also braucht ihr noch mehr Tutorials? Ich kann euch, deswegen bin ich da. Ich möchte euch das beibringen. Ich muss aber wissen, in welchem Stand ich euch abholen kann und was euch eigentlich interessiert. Deswegen kommt bitte, bitte, bitte gerne in den DeFi-Chat Telegram-Kanal. Und ich hänge eigentlich den ganzen Tag an meinem Handy und warte nur darauf, dass ihr mir mal Fragen stellt, was euch eigentlich interessiert. Kann ich nur empfehlen. Danke. Sind wir natürlich auf diversen Podcast-Apps. Wir haben da jetzt noch einen zweiten Kanal eröffnet, Blockchain Espresso, wo wir versuchen, jeden Freitag eine weitere Folge so im 6-Minuten-Format, entweder aufgerundet 6 Minuten oder abgerundet 6 Minuten, zu veröffentlichen. Und diese beiden DeFi Punkt jetzt oder DeFi Unterstrich jetzt, je nach Plattform und Blockchain Espresso, findet ihr eigentlich bei allen Podcast-Anbietern, egal ob Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Castbox oder sonst was. Oder wenn ihr wollt, wenn ihr keine solche Plattform habt, hört euch das auf anchor.fm an. Da könnt ihr es auch während des Autofahrens oder während der Bahn vom Browser aus anhören.
Dann habe ich auch auf Hive, da bin ich allerdings noch hinterher, da werden eine ganze Reihe von unseren Folgen, von den alten Folgen auch publiziert. Auf Getter könntet ihr mir selber folgen, Tor_Alexander. Oder halt auf YouTube, wo ich halt auch die Videos hochlade auf meinem Kanal, findet ihr da natürlich auch alle Blockchain-Espresso, alle Blockchain-Cafés und auch die normalen DeFi-Gespräche plus die Tutorials. So, kommen wir zu den Zuschauern. Wir machen ab und zu mal, nicht jeden Monat, mal so eine Hitliste. Wie haben sich jetzt so das Interesse unserer Verfolger, ich benutze ungern dieses Wort Follower, was haben die sich jetzt so am meisten angeschaut? Und Shooting Star ist die Folge mit dem Marc über wie analysiere ich Kryptoassets. Das hat jetzt innerhalb von, ich glaube, einer Woche oder was, wie lange die jetzt draußen ist, schon 98 Aufrufe. Danach folgt Was ist DeFi, also die allererste Folge mit 52 und dann gleich danach die Folge mit dem Alex Anarcho, Philosophie vom Geld. Und der wäre natürlich auch prädestiniert, bei der Folge mit dabei zu sein, die der Ralf vorhin vorgeschlagen hat, wo wir da übers Geld oder über ein gutes Geld reden wollen. Da hätte ich noch ein paar andere Ideen. Mario, willst du weitermachen zu den Podcasts? Ja, genau. Anchor, bei die Seite, also wo ich das veröffentliche, damit das auf alle Podcast-Plattformen auch kommt, hat natürlich auch schöne Statistiken, wer welche Folge am besten ist und von wo wir alles angehört werden und so weiter. Und auch da ist die Folge 1, also das ist der Spitzenreiter. Was ist DeFi, wo ihr beiden euch mal ein bisschen ausgelassen habt, was euer Verständnis davon ist? Das ist mit 85 Zuhörern bisher die meistgehörte Folge. Dann immer noch Spitzenreihen mit das nächste, was auch schon immer beliebt war, war die Folge DeFi Bridge mit dem Johannes und danach die Folge 8 mit 58 Zuhörern und danach kommt dann die Folge 23 vom Bitcoin über Mimblewimble zu Monero mit dem Alex Anarcho. Das haben wir mit 50 Zuhörern immerhin noch. Und unser relativ neues Verfahren, was wir hier haben, das Blockchain Espresso, das ist noch nicht ganz so bekannt anscheinend, aber das ist ja jetzt auch im Wachsen. Da haben wir die drei Geschichten vom Johannes uns mal zusammengeschnitten. Da haben wir die Folge 6, das sind 8 Zuhörer, die sich das bisher gegönnt haben. Dann das Code of Conduct, die Folge 1, das war aus dem Blockchain Café Nummer 1. Ein Zusammenschnitt sozusagen mit Zitaten der Teilnehmer, da sind es immerhin noch 5 Zuhörer. Und EtherRisk, das ist übrigens nochmal zurückzugehen, ganz Anfang, das war das Blockchain-Café Nummer 2, die dezentralen Versicherungen, da haben wir, das ist auch hier, die Folge 2, haben wir immer noch 4 Zuhörer. Wer also keine Zeit hat, sich diese Blockchain-Cafés 2,5 Stunden anzuhören, der kann sich diesen Service gerne mal zugute führen und mal das Blockchain-Espresso sich anhören. Das ist sozusagen die Essenz des Kaffees in den Espresso gegossen und den Service bieten wir euch an, damit ihr nicht so viel Zeit am Tag mit dem Zuhören von uns verbringen müsst, wenn ihr das nicht wollt. Ansonsten hört euch die ganzen Folgen an. Und ergänzend natürlich im Espresso machen wir nicht nur den Essenz von alten Folgen, dass wir da rausbringen, sondern wir werden auch ab und zu ein paar Themen, die jetzt nicht ausreichen, um ein komplett langes Gespräch zu machen, die ein bisschen aktueller sind, die werden wir dann halt auch in so einem Espresso im 6-Minuten-Format zum Wochenende rausbringen. Also quasi 6 am Wochenende. Mhm. Ja, damit haben wir es für heute, ja? Ja, sind wir durch. Kann ich nur sagen, danke, ich hab's eröffnet, dann mache ich das Ganze auch zu. Danke euch beiden, dass ihr hier wart. Danke euch allen da draußen an den Apparaten, wie auch immer, viel, dass ihr zugehört habt oder dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr es zuhört, dann noch gute Fahrt oder noch einen guten Spaziergang oder viel Spaß noch am Tag und bis bald. Und Ergänzung kommt in unsere Telegram-Gruppe. DeFi_jetzt. Also. Ja. Tschüss. Ciao.